Mercedes sicherte sich auch in der Formel 1-Saison 2019 wieder beide WM-Titel. Doch im Laufe des Jahres stand man teilweise unter Druck. Entweder von Ferrari oder von Red Bull. Wir blicken auf Giorgio Piolas Illustration des W10 und schauen uns an, wie Mercedes einige Konzepte beim W11 für die Saison 2020 noch einmal verbessern könnte. Der Fokus liegt dabei auf den Seitenkästen. Ohne die Kühlung wird eine Lücke im Chassis deutlich, durch das man bei der Platzierung der Elemente etwas mehr Spielraum hatte. 2020 wird Mercedes noch einen Schritt weiter gehen und die obere seitliche Crashstruktur weiter nach unten und nach vorne verlegen. Diesen Ansatz wählt Ferrari bereits seit 2017. Ein seitlicher Blick auf den Boliden zeigt, wie viel tiefer die Crashstruktur 2020 liegen könnte.